mit Lo Wang. Yo, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Shadow Warrior. Jetzt denkt der eine oder andere von euch vielleicht so, hab ich déjà vu? Hat Monty nicht schon zu Shadow Warrior ein Video drin? Ja, hat er. Der Punkt ist einfach, das Spiel ist zweimal in Steam. You are tiny grasshopper. Lo Wang comfort you little snake coward. Jetzt ist der Unterschied. Mensch, erklär's mir. Gently down to the stream. Oh, I think my dinghy hanging out. Also der Unterschied zuallererst mal zwischen der Shadow Warrior Classic und Shadow Warrior Classic ...1997 Variante, die ich vorhin gezeigt habe. Max sind da... Ein großer Unterschied ist direkt der Anfang. Das ist, Moment, ich erkläre es gleich, wenn wir hier aus dem Strudel raus sind. Ich komme irgendwie schon nicht aus dem Strudel raus. Okay, ich erkläre es dir. Es gibt zwei Varianten von Shadow Warrior bei Steam. Es gibt einmal Shadow Warrior Classic in Klammer 1997. Das könnt ihr im Steam Shop direkt finden und ist als Free-to-Play drin. Das ist das gleiche Spiel prinzipiell, wurde von Devolver gepublished und schon vor drei Jahren, also 2013, in Steam gehängt, kostenlos. Dann gibt es die Version, die ich hier jetzt spiele, die findet ihr auch bei Steam als Shadow Warrior in Klammer Classic. Die ist direkt von 3D reingeballert worden in Steam, ist aber nicht free to play, sondern die kauft man über Bundles. Jetzt habe ich mir diese 3D Anthology Bundle gekauft und deshalb habe ich dieses Spiel. Wenn ihr jetzt eher auf der Shop-Seite seid in Steam von dieser Version, dann ist da gar nichts zu finden von kaufen, installieren, was auch immer. Ja, man kann das nur über so einen Bundle erhalten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass das hier die weiter gepatchte Version ist, nämlich die 1.2. Da ist der Sound und die Grafik alles schon ein bisschen besser angepasst noch. Es funktioniert ja auch, da auch 97 ist auch ein DOS-Spiel, genauso wie die andere Variante auch über eine DOS-Box, die einfach mitgeliefert wird. Scheint aber hier grundsätzlich mal ein bisschen anders zu sein. Auch die Steuerung ist anders. Ich kann hier nicht mit WASD steuern, sondern steuere mit den Pfeiltasten. Ich nehme aber an, dass ich das alles ändern und einstellen kann. Was mir jetzt direkt auffällt, ist, dass ich bei der anderen Variante am Anfang deutlich weniger gleich behakt wird und irgendwie aus diesem Strudel gescheit rausschwimmen kann, während ich hier in dem Strudel irgendwie weggesprengt wird. Was wir aber trotzdem mal machen können, ist das hier, weil...
es so ist. Weil das ist ursprünglich die Shareware-Version gewesen, also quasi die kostenlose Demo-Variante, diese vier Levels. Ulkigerweise sind das aber tatsächlich die ersten vier Level vom Spiel. Deshalb werden die halt mit angezeigt, nur halt etwas seltsam umständlich. Und die sollte man auch gespielt haben, weil das eigentlich der echte Anfang von dem Spiel ist. Jetzt ist das aber mit den Pfeiltasten extrem matschig von der Steuerung und mich nervt das gerade extrem, dass ich nicht über die WASD steuern kann. Aha, Auto-Aiming ist schon eingeschaltet. Das erklärt nicht, warum ich gerade eben nämlich einfach ballern konnte und treffen ohne, also nur grob in die Richtung gehalten habe. Also mit den Pfeiltasten lässt sich das auch nicht wirklich gescheit steuern. Da würde ich euch dringend raten, wenn ihr die Variante auch habt, wie ich, dass ihr... Da gibt es, wenn ihr das Spiel startet über Steam, kommt die Optionsmöglichkeit, das Spiel starten oder erst so ein Menü öffnen. Da würde ich mal in das Menü gehen und gucken, ob man da das umstellen kann auf Steuerung über WASD, weil mit den Pfeiltasten ist echt Pain in the Ass, kann man nicht anders ausdrücken. Vielleicht habe ich eine Uzi-Clip oder Uzi-Clip, aber ich habe noch keine Uzi. Also es lässt sich echt nicht gescheit spielen, das... Toll. Das Ulkige ist irgendwie, das Spiel treibt von alleine, also man driftet irgendwie im Moment so ein bisschen. Ich berühre die Pfeiltasten gar nicht und trotzdem, wenn ich jetzt einfach wie stehe bleibe, dann habe ich so einen leichten wie Drift, wenn ich die Maus bewege zum mich drehen. Übrigens, ich hatte in dem ersten Video zu der Classic 97 Version ja gesagt, Hatte ich es gesagt? Weiß ich gar nicht genau. Das ist ja im Prinzip die gleiche Engine, oder es ist die gleiche Engine von Duke Nukem 3D, das die Firma irgendwie ein paar Monate vorher rausgebracht hat, aber schon ein bisschen weiterentwickelt wieder. Aber übrigens, das Spiel ist in Deutschland immer noch indiziert, das wusste ich gar nicht. Mich amüsiert es dann auch ganz köstlich, dass das auf Steam verfügbar ist, während sie zuletzt irgendwie 18 oder 19 Spiele aus Steam wieder rausgelöscht haben. Also, aus einem Shop für deutsche User. Ich finde es ja krass, dass wir uns das immer noch gefallen lassen. 2016 lassen wir uns Deutsche immer noch da total verarschen und zensieren von der Behörde, die in den 50ern geschaffen wurde von der CDU, in Anlehnung an eine Behörde, die in der Weimarer Republik geschaffen wurde von irgendwelchen Faschisten, um das deutsche Volk verschmutzen und Schand zu schätzen. Jawohl! Und das machen wir immer noch, 2016. Keiner macht das. Gut, Nordkorea und Saudi-Arabien vielleicht. Die ganze Welt lacht uns aus. Wir werden von allen Gamern auf der Welt verarscht. Und es interessiert keine Sau. Wir haben keine Lobby. Es interessiert einfach keinen. Wir nehmen das hin. Tolerieren's, es gibt nichts. Wir haben so viele Spielezeitschriften, wir haben so viel Publisher in Deutschland. Es interessiert keine Sau. Wir ertragen diesen Mist seit Jahrzehnten und keiner macht was dagegen. Ich finde das total faszinierend. Wenn in Deutschland irgendwo ein Sack Reis umfällt, gibt es sofort eine Massendemonstration, eine Online-Petition. Jeder Schwachmat rennt aus dem Haus und krakelt herum. Die Regierung! Aber wir Gamer, wir sind einfach dumm. Wir sitzen vor dem Computer und sind so. Das könnte jetzt aber sein, mit anstrengend da irgendwas dagegen zu machen. Also, wir sind halt dämliche Gamer, ja? Deshalb kriegen wir es nicht auf die Reihe, da mal was zu machen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es ganz köstlich amüsant, dass das Spiel USK 18 ist und indiziert, aber trotzdem noch verfügbar in Steam für uns deutsche Spiele.
Aber ich beschwere mich da ja nicht. Ja. Ich werde jetzt den Teufel tun und da jetzt irgendjemand noch drauf aufmerksam machen. Das Schöne ist, ich bin mir sehr sicher, dass CDU-Sympathisanten und Mitglieder meine Videos nicht angucken, weil Internet ist ja Modeerscheinung, das setzt sich ja eh nicht durch. Computerspiele sind des Teufels. sind ja im Prinzip, allein dadurch, dass ich das spiele, bin ich ja ein potenzieller Massenmörder. Ja? Durch das Spielen dieses Spiels 1997, also ich habe ja so Spiele 1996 gespielt, ist eigentlich ganz komisch, dass ich immer noch nicht auf die Idee gekommen bin, irgendwie Leute niederzumähen. Jetzt könnte ich drüber nachdenken, ich bin Soldat. Ja, aber die Entscheidung habe ich ja nicht getroffen, weil ich Computerspiele spiele, sondern weil ich während meines Wehrdienstes, ja, so alt bin ich, während meines Wehrdienstes, der Meinung war, das ist eine noble und ehrenvolle Angelegenheit, die Demokratie und unsere Verfassung zu verteidigen. Und nicht, weil ich irgendwelche Computerspiele in den 90er gespielt habe. Naja, wie auch immer, ich komme jetzt aber irgendwie nicht weiter. Da sieht man wieder den Nachteil, wenn man das Spiel damals nicht gespielt hat. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer schießt denn da schon wieder? Ach, wahrscheinlich steht der Ober, oder? Da ist der goldene Schlüssel. Da wahrscheinlich muss ich springen oder sowas. Lässt sich wieder nicht blicken. Irgendwie reagiert er auch nicht auf Enter auf Leertaste für Hüpfen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich habe eine Bombe geworfen mit Enter. Ja, wir auch immer. Ja, die Steuerung, die muss man definitiv umstellen. Das ist standardmäßig nicht gut belegt. Also meiner Meinung nach. Wie gesagt, also ich wollte jetzt einfach nur nochmal reingehen in das Spiel mit dieser zweiten Variante, die ich zur Verfügung habe und einfach das zeigen und kurz erklären, ja, warum gibt es diverse Varianten. Es gibt sogar eigentlich gar noch zwei weitere Varianten. Einmal gibt es nochmal Shadow Warrior in der alten 1997 Variante auf Good Old Games. Die verkaufen das für Geld und da ist wohl auch die beiden Add-ons drin. Dass das rauskam und dass das unvollendet blieb und dann jetzt, und dann irgendwann als Quellcode oder so freigeben wurde. Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die beiden oder ob die Add-ons auch in den beiden Steam-Varianten drin sind, die ich jetzt gezeigt habe. Weiß ich nicht. Ich bin auch nicht draus schlau geworden aus den Shop-Seiten davon. Auch das englischsprachige Wikipedia hat mir dann sich nicht weitergeholfen. Und dann gibt es noch eine weitere Variante, die habe ich auch mal im Steam-Account, das ist Shadow Warrior als Remake von 2013, die werde ich euch die Tage irgendwann auch noch natürlich zeigen für das Infactor Games Archiv. So, ich würde aber an der Stelle jetzt trotzdem wieder einen Cut setzen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die bessere Variante ist. Die Shadow Warrior Classic in Klammer 1997 oder die Shadow Warrior in Klammer Classic Variante. Die hier hört sich vom Sound her, von den Sprüchen besser an. Also hier höre ich klarer die ganzen Sprüche. Ja, roll, roll, roll your boat und so. Dafür musste ich hier die Steuerung aber erstmal umstellen, weil so ist es echt unspielbar eigentlich oder extrem kacke zu spielen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns aber hier wieder. Zock ich weiter. Ich mache mir meine Gedanken. Gehe tief in mich, meditiere. Wie ein Ninja werde ich meditieren und dann eine Entscheidung treffen, welche der beiden Varianten ich weiterspiele. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.